Das erste Gruppenspiel bei dieser WM. Jetzt zählt nur noch die Leistung auf dem Rasen. Jetzt gilt's, es wird spannend. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live aus dem Lusail Stadium. Willkommen im Lusail Stadium, liebe Zuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel begrüßen. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir ist der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Wir zeigen heute das erste Gruppenspiel bei dieser Weltmeisterschaft. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Gruppenspiel bei der WM. Beide hoffen, beide erwarten sich eine Menge. Beide wollen zeigen, dass man mit ihnen rechnen muss. So spielt Uruguay heute. Sergio Rocher ist im Tor. Ronald Araujo spielt mit Matthias Wiener in der Abwehr. Lucas Torreira steht mit Rodrigo Betancourt im Zentrum. Und Edinson Cavani spielt im Sturm mit Luis Suarez. Und so gehen Sie heute in dieses Spiel. Schauen wir uns mal Ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Durchgang 1, wir legen los mit diesem ersten WM-Gruppenspiel. Uruguay kommt. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Valverde. Da kommt die Flanke. Er bringt den Ball nicht raus. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Abgefangen dieser Ball. Lucas Torreira. Chance zur Führung. Er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, aus dieser Entfernung, Wolf, da macht das normalerweise besser. Deine Prognose, Buschi, was können wir heute von Luis Suarez erwarten? Bockstark im Abschluss. Sie müssen eng an ihm. Aber ganz kurz, das könnte es sein. Was für eine Aktion! So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat! Ballverlust jetzt erstmal. Sie lassen den Ball da jetzt gut laufen. Und den Ball hält er problemlos. Sie gehen dazwischen. Sie spielen steil, gefährlich.
Aber dann fehlt so die letzte Konsequenz. Angriff bringt nichts ein. Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Geht dazwischen. Jungmin Son. Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht ihm wohl doch zu schaffen. Es ist ein richtig enges Spiel bisher. Das sehen wir auch an der Ballbesitzquote. Und ich bin gespannt, wie lange es hier noch beim 0-0 bleibt. Beide sind allerdings auch zögerlich. Macht da gut Druck. Sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Jungmin Son. Ball in Seitenhaus geklärt, sie bekommen den Einwurf. Tolles Dribbling, da sind sie alle machtlos. Hoppala, das war riskant, aber es ist gut gegangen. So, da kommt der Pfiff und damit gehen wir nun also in die Pause hier im Lusail Stadium. Von Luis Suarez kam vor der Pause zu wenig. Noch ist das hier keine starke Leistung, das muss ich schon so deutlich sagen, aber es kann ja noch kommen. Die anderen, die gleichen das ja momentan aus, das Ergebnis stimmt. Und nun kann sie losgehen, die zweite Spielhälfte in diesem ersten WM-Gruppenspiel. Ball erstmal abgegeben. Klasse, wie er dahin geht, gibt Einwurf. Lee Jae-sung. Da muss er hin und holt sich den Ball. Das sieht vielversprechend aus. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Ball wird abgefangen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ballverlust. Suarez mit dem Platz. Suarez mit der Chance. Tor durch Suarez. Wieder mal ein tolles Tor. Das ist schon beeindruckend, wie er das macht. Da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Aber der Ball ist weg. Die Gefahr damit vorüber. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Suarez mit der Chance. So gerade eben noch geklärt. Da wäre es fast passiert. De Arrasaeta.
Valverde. Tor für Uruguay. Kurze Distanz, da steht er Gold richtig und das ist dann kein Problem. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Lucas Torreira. Und klasse durchgesetzt. Jong-min Son. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Die Nacht ganz alleine. Halten, aber sie müssen weiter aufpassen. Vorne der Ballgewinn. Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Sie gewinnen dieses Spiel knapp und wir sehen, die Nerven passen. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Da, wenn du ein Tor in so einem Spiel erzielst, dann darfst du dich feiern lassen. Das war ein richtig guter Auftritt heute.